Nee, was ich halt sehr gern mag, ist sowas wie Taubertal-Festival. Das ist ein sehr kleines, und ja, sehr klein, nicht mehr klein, hat jetzt auch 20.000 oder 30.000 Teilnehmer, aber das ist halt noch klein im Verhältnis zu sowas wie Rock Ja. am Ring oder Rock im Park. Was ich Muss unbedingt man mal noch. will, ist Ja? Southside. Also das, was, ich glaube, ist am See gewesen, oder? War das Southside? Das weiß ich nicht. Oder Summer Breeze? Irgendeins war das, was direkt an einem See ist. Da will ich auch Das mal kann hin. doch. Das ist bestimmt auch wohl chillig dann, ja. Ja, noch was vorbereiten? Also ich habe noch Seaform. Denk dran, ne? Gut. Willst du auch mal was sagen? Oder soll ich mir nur Warte denken? mal, ich war grad bei Festivals. Entschuldigung. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich durch? Also wir Durch haben die jetzt große Tür hier. diese Tür hier und die hat wieder einen Dreier S1-Scan, also den Sustain-Scan wie gerade Okay, auch. und die kommen wahrscheinlich trotzdem wieder von hier. Ja, die können ja nur von da. Obwohl. Halt, stopp! Nein, wir haben eine Tür geöffnet. Ja. Die können auch von hier kommen. Ja, das ist natürlich weniger schön. Jetzt habe ich fast alle Minen auf die andere Seite gepackt. Du kannst ja wieder aufheben, wenn du möchtest. Ja, wollte ich gerade sagen. So, das heißt, Ist was da können wir aber. noch verbreiten? Also hier sollten wir definitiv noch Minen. Ja, dann sollten wir die zwei Sanities. Sentries? Sanity? Ja, Ja, das Sanity. macht er Ja, jedes das Mal. ist Phasmophobia belastet. Ja, ich Nee, die sind ja nicht da. würde dann auf die lange Distanz wahrscheinlich die Sniper setzen. Also auf hier. Darauf würdest du deine Sentry eben setzen? Da würde ich. Ja, hier würde ich eine hinsetzen. Jawohl. Setzen. Und die andere würde ich wieder vorne an die Treppe setzen. Da wo sie davor war, der war nämlich eigentlich ganz gut. Obwohl, jetzt müssen sie aber nicht mehr stehen bleiben. Iiih, kommen die von oben Ja, oder kommen egal, die von die unten? holst ja trotzdem rein, oder? Ja, Ja. reinholzen tut's, solange die da sind, ja. Ja, dann würde ich die nämlich wieder hier hinsetzen. Ob das ist. Dann stell sie drauf hin, ja. Wir So, hätten ja auch noch die Option, Seaform zu verteilen, ein bisschen, dass sie kleben bleiben. soll ich denn da was auf dem Boden verteilen oder wie ist das? Wollen wir noch. Könnten wir hier im Endeffekt vor dem Eingang hier könntest du was verteilen? Ich warte jetzt noch mal eben. Ja. Und ja, vor dem anderen Eingang. Jawohl, vor dem anderen Eingang. Dazu so die Frage. Das ist halt ein Gitter. Hält es auf Gitter? Ich muss gestehen, ich habe es noch nie gemacht. Ja. Ja, Nadja, Multitasking ist nicht meins. Ist wirklich nicht meins. Muss ja auch nicht. Kann sowieso niemand. Kann auch niemand PC. Naja. Nee, der macht auch nur Aufgabe für Aufgabe. Nur ganz schnell. Ja, okay. Wow. Tja, das ist auch kein Multitasking. Aber der hat doch verschiedene Cores. Werden die da nicht unterschiedliche Sachen auf unterschiedlichen Cores berechnet? Und dementsprechend kann er Multitasking? Ja, Der macht aber ja trotzdem Core für jein. Core. Aber das sind ja aber dann eigene Gehirne. Und im Endeffekt würde Ja. ja jeder Core als ein Gehirn zählen und somit. Na gut, ja, das ist schon fast philosophisch, ey. Da kann ich Ja, noch was lernen, ja. Ja, ich kann da was lernen. das wäre dann so. Cerberus kann dreimal bellen. Macht er dann Multitasking? Oh, uff, Deep Nein, weil drei Gehirne, also nicht. Deswegen. Aber das wäre das gleiche mit den drei mit den drei Kernen. Weißt du, bei Aber. Helfer, da hat er mich, ey. Aber jetzt mal bei der Sache, Hutz. Bist du fertig? Hast du weitergedacht? Oder Nee, willst ich du habe dich ich, nämlich ich hier vorne noch was vielleicht, noch ein bisschen verteilen? ja, wie Jetzt gesagt, hier vor? ich habe Ja, ich ja. Das hat was er ja vorhin auch schon gesagt. was 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 war jetzt nochmal die Okay. was war jetzt eigentlich meine Antwort mit hält das auf Gitter? Ja, Ja. genau. Ja, dann würde ich hier davor was, also hier vor der Gun und bei mir vor der Gun was verteilen, dass wir da noch ein bisschen Zeit einsparen. Soll man das dann so lassen? Also, wenn ich das gleich so lassen, oder soll ich euch noch einen Hinweis geben, was man machen könnte? Gut. Ja. Cool? Ja. Sag ruhig. Also. Ich möchte einmal, dass ihr mal eben ganz kurz auf die Map geht. Ja. Yes. So. Und dann, von wo kommen die Gegner? Von hier wahrscheinlich und von. Ich gehe von Nee, die auf. kommen nur aus einer Richtung. Nein, wo können, sagen wir mal, wo können die Gegner spawnen? Habt ihr da schon irgendwie so ein bisschen was rausgefunden?
Nee. Ich meine, es waren 2 Sub-Ebenen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal erstmal oben gucken, wo wären die Sub-Ebenen? Das heißt. Hier ist die erste, hier? Ja, genau, da wäre ein möglicher Spawnpunkt. Das heißt, was können wir, wenn sie hier spawnen, was können wir da machen? Die Tür zumachen, eventuell. Jawoll. Ah, da will ich drauf hinaus. Ah. Wo ist denn der Fall? Ja. Mach ruhig weiter, der Hutz kann auch mal ein bisschen denken. Ja. Ne, und hier unten, wo spawnen die da, Hutz? Ah, lass mal kurz gucken. Ja gut, im Endeffekt wäre das dann die Sub-Ebene hier unten. Ja, genau. Das heißt, was können wir da noch machen? Ja, die Tür halt dann schließen. Jawohl, das können wir auch noch zumachen. Seid ihr euch sicher? Ich hab noch nichts geschaut. Seid ihr euch sicher, dass ich dahin laufen soll? Ich finde nie wieder zurück. Ja, das werden wir gleich machen. Nur damit ihr einmal schaut, ne? Nochmal auf den Map kurz. Und zwar ist das manchmal sehr irreführend, weil wenn ihr jetzt guckt, das hier alles ist ja eigentlich nur ein Raum. Mhm. Ne? Aber jetzt guckt mal an die Wände. Wir haben jetzt hier einmal E und einmal F. Ja. Das heißt, da muss man auch echt aufpassen, ne? Weil manche denken, sagen wir mal, wenn jetzt hier ein Scan wäre, dann denken die so, ja, das ist jetzt hier alles, gar, also hier ist ein Raum, das heißt, hier ist das erste und dann spawnen die hier und obwohl die dann schon hier vorne gespawnt werden. Ah, versteht ihr? Da müsst ihr mal so ein bisschen aufpassen und immer schön an die Schilder an den Wänden gucken, weil dann ploppt das auch auf eurer Map auf. Hm. Ne? Ja, gut. Damit ihr Bescheid wisst. Würde ich aber vorschlagen, dass wir dann die Tür eventuell schaumen und die andere, das kauft uns der Zeit und ist, glaube ich, effektiver, als wenn wir es einfach auf den Boden verteilen. Ja, dann würde ich aber auch deine Granaten zumindest 2 Stück nochmal wegmachen und hinter die Wände dann setzen. Warte, dann und dann wäre sogar zu überlegen, ob wir dann die 2 Sentries nicht vor die verschaumten Türen setzen. Möchtet ihr das so? Ja, es wäre sinnvoller. Wie ihr möchtet. Weil das hält ja am längsten dann auf und da können sie dann am meisten Schaden anrichten. Finde ich. Ja, das kann man so machen. Also, wir können sie auch ganz am Ende lassen, somit das, was durchkommt, da haben wir es nochmal kurz vor uns dann halt nochmal so einen Abfang. Ist halt beides möglich. Also, das ist eure Entscheidung, eure Strategie zählt. Ach Simon, du fährst sogar dreigleisig. Meine Güte, wegen. Der ist wieder abgelenkt. Ja, genau. Sorry, ich muss halt mitlesen. Ich glaube, das ist manchmal immer Taktik, damit du das Ganze machst. Und dann ich hab das mir beim Steam. Pass auf, du packst deine Gun einfach hier vor die Tür. Wie immer. Also da, wo sie jetzt war. Oder soll ich jetzt zu dir kommen? Ja, die große. Ich komm. I'm coming. Das ist nur die Frage. Hier geht's links und rechts runter, würde ich sagen. Wenn du es schaffst, hier vorne hin. Nah an die Tür, ne? Nicht zu weit links. Auch nicht da unten. So, hier könnte man auch noch ein klügeres Placement machen. Wenn man nach eurer Strategie geht. Okay. Wie? Zum Beispiel so, dass er es noch hier mit reinschießt, wenn die Tür gebrochen ist. Als Beispiel. Aber die schießt doch dann auch auf die Tür. Wollte ich gerade sagen, schießt die, wenn die hier nicht steht, mit auf die Tür und die Tür geht dann mehr mit kaputt oder schneller? Die Sentry beeinflusst das Ganze nicht. Oh. Echt? Okay. Ja, dann. Was? Ja, ich weiß, das ist irreführend, dass das ganze Schaden macht hier, die Mine, aber die Sentry nicht. Ja, dann macht es ja sogar noch mehr Sinn, so zu schießen. Ja, so muss aber aufpassen, ob sie dann so hochzieht, ne? Also, Hutz, dein, Nee? Oder nicht? Räumliches Denken und etc., ne? Also, ihr wollt es lieber hier haben. Ja, so nah an der Ecke halt, wie du es hinkriegst, ne? Ja, ich kann die Ecke gerade nicht sehen. Soll ich dir ausleuchten? Nee, stand nur gerade einer vor mir. Hä? Tut mir leid. Perfekt. Aus Knut. So, dann können wir die zumachen und zuschäumen. Okay. Dann mache ich sie jetzt zu. Schöne Granate. Dankeschön. Man muss ja auch mal Lob verteilen hier. Ja, es fühlt sich doch besser an, oder? Ja. So, was haben wir hier? Überlegen.
zocken, den Chat lesen. Die Sentry so lassen, ist die Frage, oder wollt ihr sie hier hinter die Tür aufstellen? Kommt auf den Raum hier an, mal gucken. Die Sache ist halt die lange Distanz, die halt die Snipe. Ja, aber die schießt ja nicht nur auf lange Distanz, sie hat ja einfach nur eine höhere Reichweite. Ja, aber die hat einen sehr, sehr niedrigen Feuerfrequenz, die Sniper. Ja, deswegen, ich würde sie hier oben auf die Treppe stellen. Die ist noch niedrig genug, dass die eigentlich die Pfosten hier vor der Tür weghauen könnte. Also hier quasi. Okay. Eigentlich sollte die damit in der Range. Dann bräuchten wir Cloud. Das ist seine. Also wenn du hier guckst, du könntest auch. Nee. Also wir gehen ja daher, wo du gerade herläufst. Kannst du theoretisch auch hier ganz weit hier hinstellen zum Beispiel. Oder auch gehen. Oder auf, drauf. Siehst du? Auf, ui. Die schießt sogar runter. Nice. Ja, das ist richtig Partylicht, ey. Die haben Spielraum, also die sind nicht so steil. Nee, nicht wie du. Ey, Koppel stoßen. Verzeihung, ich dachte, du wärst kleiner. Bis hierher. Ist er jetzt auch. Bis hierher. 50 Meter. Optimal. Ja, eigentlich. Ja. Die Sniper ist sehr genau. Also deswegen. Sehr schön platziert. So, dann sollten wir jetzt eigentlich genug Zeit haben. Gut. Ich hoffe so. So. Let's go. Alle da. On me. Ich hatte einen nervigen Finger, aber ja, wir sind alle da, zum Glück. Nee, man muss immer so auf den Mut aufpassen. Ja, stimmt. Entschuldigung. Es wird immer weniger, was ist denn los? Klaus? Ich meine, es sind so. sind so 2 Meter und er hat sich schon verlaufen. Ja, ich so gerade mit dem Nebel da unten an dem. Ja, aber der Nebel ist ja auch dicht gewesen. Das war schon ein bisschen süß. Schon ein bisschen witzig. Soll ich die linke Kanone schießen? Das war, glaube ich, bei Clouds, ne? Ich glaube, das ist die Sniper, ja. Jetzt kommt sie. Na, ist das auch von innen? Ich kann das gerade gar nicht orten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist alles bei Cloud. Ich glaube, bei mir geht gar nichts auf meiner Seite. Cloud, kommst du einmal rein? Hallo? Was los? Hallo. Die Tür wird nicht angepackt. Ah, okay. Nachladen. Das war's. Sehr geil. Ja, dann haben sie auf unserer Seite gar nichts, also auf der anderen Seite gar nichts gemacht. Mitnehmen. Ja, aber ist auch gut, da ist noch ein paar Minen gesaved. Ja. Du kannst die Tür wieder freikloppen, aber so mit, ne? Ja, Stück mit für Stück kannst du den Schaum wegklatschen. Oder du haust sie ganz kaputt. So. Braucht einer. Ammo? Ich wollte auch noch anfragen. ich würde einen nehmen. Bist du nachgeladen? Sonst würde ich dir noch einen zweiten reinballern. Warte, ich guck gerade nach. 3,25. Ja, ich bin nachgeladen. Merci. Archiviert. So. Wie sieht's medizinstechnisch aus? Sind eigentlich noch alle fit, ne? Ja. Ja. Barrett, ich würde dir noch ein Ammo geben. Nee. Er rennt weg. Ich weiß, dass das Dicke reicht, aber wir haben auch Dicke noch genug. Also die anderen haben mehr als du. So, bitteschön. Sträube dich doch bitte nicht. Nimm das einfach. Wenn du das hier in die Hand nimmst. Bitte? Ich habe sowieso keine Wahl, wenn du das hier in die Hand nimmst. Du weißt das, ja. Komm, als wenn es dir nicht auch gefallen würde. So. Da lacht er. Wie geht's jetzt weiter? Durch die Tür. Ja, weil haben wir das ja gemacht. Ja, weil die anderen zwei nach ganz da hinten gerannt sind. Ich habe ihm nur im Ammo gegeben und Cloud holt bestimmt seine Sentry gerade mal ihm wieder. Gut. Denk doch mal nach. Ja. Lass dich nicht so verwirren. Ja, jetzt sonst. Ja, kannst du auch gut machen. Artefacts. Ja.
nach euch. Ladies first. Hey. So, schauen wir doch mal rum. Der Raum ist riesig, ey. Ja, aber bis jetzt sehe ich auch oder höre ich auch keinen. Ich höre was, aber ich sehe noch nichts. Hier unten ist auf einmal schon mal eine Box. Ich gehe mal gleich hin, bin greedy. Ah, ich höre was. Kann es sein, dass wir eine Zelle in der Nähe haben? Ich glaube, ich höre gerade eine Zelle. Das ist eine Zelle? Das... Hier vorne müsste auch ein Vieh sein. Ja, ich habe noch eine Zelle hier. Ich lass mal liegen. Wenn man brauchen. Oh, da ist er. Oh, ich sehe auch einen. Ich habe hier zwei. Also ich sehe einen. Die sollten eigentlich nicht, wenn der eine da hinten nicht bubbelt. Ich mach den einen hier bei mir weg. Was? Der hat auch überlebt. Nee, er hat nicht überlebt. Wollte gerade sagen. Er hätte nur so komisch geschrien, ne? Der hat halt einfach. Der hat einfach. Ja, Gott gesagt, der hat jetzt nicht explodiert. Ich war ein bisschen irritiert. Wenn sie nicht explodieren, wenn man sie haut, dann bin ich mir nie so sicher, ob sie wirklich tot sind. Ich fasse das nicht. Mein Freund ist die ganze Zeit in einem Angelstream am Gucken und der angelt selber nicht mal. Ich weiß gar nicht, warum er das guckt. Warum nicht? Kann man mal machen, ne? Vielleicht ist die Person unterhaltsam. Ja, vielleicht ist da auch innerlich sein innerster Wunsch. Angelt eine nackte Frau. Ja, du, wenn. Ja. Hoffentlich ist sie hübsch. Was Hässliches kommt bei uns nicht rein hier. Sleepers, don't wake them. Ah, da unten seid ihr. Oh. Hast du gerannt danach? Da hat jemand einen bösen Finger gehabt im Rennen. Nee, ich bin aber auf den Boden gehauen aus Versehen. Ach so, ja, das erklärt das. Ich höre schon Trippeln im nächsten Raum. Ich glaube, da ist ein Scout drin. Ich hoffe, da müssen wir nicht rein. Ja, dann sollten wir schleunigst hier die zwei Samples finden. Die zwei Plants. Guck mal, hier sind doch so... Pflanzen. Ja, könnte doch... Nee, das habe ich nicht gesucht. Boah. Trotz 20% Heat kriege ich noch einen Artefakt gleich, einen Muted. Oh. Wenn ich 100% gehabt hätte, wäre er 5. Toolkit. Wenn noch einer Platz hat. Wir können das Tool sonst eventuell auch verteilen. Ihr wisst ja im Endeffekt, was jetzt zum Schluss noch kommt. Wie sieht's noch? Eigentlich schon. Ich könnte aber mal die Leben verteilen, Leute. AK, komm mal zu mir. Kriegst du eine Ladung. Was hast du denn für, wie viele Uses? Ich habe, warte, 2. Ja, dann verteilt unter euch beiden. Ja, deswegen sag ich, okay, komm mal zu mir. Ja, komm, ich geb dir auch einen. Du hast ja für deine Century. Oh nein. Was war das denn jetzt? So. Schluck auf. Okay. Klar. Komm mal ran hier. So, was? Für deine Century. So. Waren wir jetzt schon da unten? Laut war da, glaube ich, unten. Aber du kannst gerne mal ans Terminal gehen. Brauchen wir das? Ne, wir haben nur eine Tür, ne? Hier geht's nach B. Also ich sehe jetzt nur eine Tür. Ja, dann... Ich wollte gerade nochmal nach Artefakten oder so durchgucken, deswegen. Ich glaube, die sind im... wäre noch schön. Was? Was? Ein aggressives wäre noch schön. Oh, fehlt dir nur 1 bis zu 100, oder was? Hm. Ich habe also heute... theoretisch, ich bin bei 0,82. Ja, könnte knapp. Bist du auf 100% Heat? Warte, was habe ich jetzt hier? Ich habe 71. Ne, damit wird es noch nicht voll, glaube ich, bei aggressiv. Aber wir kommen dem Ganzen schon mal ein Stück näher dann, ja. Wie viel haben wir denn gefunden hier? Oh, wir haben hier schon 5 Aggressive gefunden. Ja. Oh, wir waren nicht... Guck mal, wir waren nicht unfleißig. 28, 14 und 5. Wow. So, ich glaube hier, also ich finde hier jetzt gerade nichts mehr, also. Ich habe unten auch nichts mehr gefunden. Möchtet ihr, dass ich den Scout C forme?
wäre nett. Oder Cloud steht sonst auch zum Schießen bereit, sehe ich gerade schon. Ja, dann darf er den auch erschießen.